Auftaktkundgebung. Unser erster Redner ist Ralf Böß. Ist Ralf Böß da? Ralf Böß ist parteiloser Bundestagskandidat für Berlin-Mitte, Grundeinkommens- und Anti-Hartz-IV-Aktivist. Ich übergebe das Wort. Als erster Redner ist nicht ganz einfach. Ich fange an mit etwas, was die Gegenwart, ich habe mir gedacht, wovon erzähle ich heute? Einfach von dem, wie es ist. Davon brauchen wir lauter. Ich bin sanktioniert um 100%, ich kriege kein Geld mehr zum Essen, ich kriege kein Geld mehr für eine Wohnung, ich kriege kein Geld für eine Krankenkasse, ich hungere seit 45 Tagen. Diese Verhältnisse sind unwürdig. Ich werde nicht sanktioniert, weil ich faul bin. Ich arbeite, ich habe einen anderen Arbeitsbegriff als das Jobcenter. Mein Arbeitsbegriff ist, ich spreche jede Arbeit heilig, die aus einem inneren, ernsten Anliegen eines Menschen folgt. Unter diesem Gesichtspunkt können sich viele derjenigen, die heute Vollbeschäftigungsapologeten sind, einmal überlegen, ob ihre Arbeit sinnvoll ist. Ich werde sanktioniert. Es wird Zeit, dass das aufhört, dass wir Hartz-IVler oder dass die Leute, die durch die Rationalisierung freigestellt werden, nicht als Arbeitslose und Bedürftige betrachtet, sondern als Freigestellte betrachtet werden. Das ist eigentlich fast alles, was ich sagen wollte. Hier. Eine Kleinigkeit noch zum bedingungslosen Grundeinkommen. Es wird ja jetzt sehr darüber geschwiegen, was mit dem Euro passiert und was überhaupt passiert mit dem Geldsystem und mit den gigantischen Schulden. Es kann sein, dass die Zeit sich nach der Wahl sehr schnell ändert. Wenn es wirklich kracht, dann müssen wir das bedingungslose Grundeinkommen fordern. Und zwar der Gedanke ist ganz einfach, die Regierung hat nichts anderes zu tun, als die Menschenwürde zu achten und zu schützen. Das ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Es gibt nichts anderes als das. Unter diesem Gesichtspunkt, wenn das System stürzt oder wackelt, wird die Menschenwürde genau dadurch geschützt, dass man den Menschen das Geld, was sie zum Leben brauchen, direkt auszahlt, als bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist nicht nur ein Schutz für die Menschen, sondern auch ein Schutz für die Wirtschaft. Die Wirtschaft hat nichts davon, wenn keine Kunden da sind, wenn sie mit Krediten versorgt wird. Die Wirtschaft hat erst was davon, wenn Konsumgeld da ist. Wir müssen es als Wirtschafts- und als Menschenschutzprogramm, das bedingungslose Grundeinkommen, fordern.